Jo Leute, willkommen. Nächster Part von Walking Dead. Was mache ich jetzt? Ihr werdet euch bestimmt gleich im ersten Moment denken. Ich hatte Langeweile und wollte mit aufnehmen. Denn der Glocke wird jetzt spielen, richtig? Nein, doch, ich werde spielen. Ja, ich habe Ja, voll Langeweile und. Überraschung. Ja. Ist eigentlich ganz spontan aufgetreten, dass er einfach mal mit aufnimmt. Ja. Der wird zwar nichts hören können, aber dafür wird er mit sehen können. Das ist auch was Feines, ja? Ja, denn für die, die mein Let's Play geguckt haben, Also nicht Walking Dead. in Form 1 2012, in Saison 1 war der Glock ja in Ungarn mit dabei und da habe ich mir mal gedacht, Einmal. Glock hat sich die Mühe gemacht und war mal bei mir mit dabei. Ja, ich war So. bei zwei Parts bei dem vorbei und jetzt wieder bei mir Oder ja. jetzt und jetzt wieder bei mir drei Parts rumschnurren. Weiß ja nicht, wie viel du aufnehmen Ich willst. glaube nur drei werde ich machen. Eine Stunde Spielzeit. Wenn ich mal Okay. wieder mal meine Uhr stellen würde. Ich vergesse immer meine Uhr zu stellen. Also, ich habe doch Desktop hier. Warum merke ich mir nicht das? Egal. Okay, du bist. Egal. Egal, Facepalm auf Hölle und jetzt Spielstart. Kleine Information, ich kenne es schon, glaubt ja nicht, ich werde aber nicht spoilern. Ja, hoffentlich. Wir sind jetzt übrigens Episode 3. Letztes Mal haben wir ja aufgehört bei der Kannibalenfamilie. Das war ein schönes dennoch. Übrigens, Clementine hat davon nichts gegessen. Das habe ich noch geschafft. Okay. Das ist du. Ja, gut. Warte, was ist denn letztes Mal passiert? Ah, ja, stimmt, da haben wir ein Previously Auto on The gefunden. Walking Oh, ich bin Dead. ruhig. Das ist eh Rückblende. Wirst du alles sehen. Ja, klar. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters, and you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my Calm camp. Down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! Kenny! What the fuck? Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. Die mochte ich nicht. Hast du das Essen aus dem LKW genommen oder hast du es nicht genommen? Ich hab's genommen, natürlich. Okay. Ja, jetzt war niemand da, wer setzt es? Wir brauchen überleben, überleben! Hättest du auch gemacht. Wahrscheinlich hätte ich es Aber ich auch glaube, gemacht. aber selbst wenn ich Nein gesagt hätte, hätten mich die anderen überstimmt. Richtig nach deiner Spielweise, ja, ist ja klar. Also ich habe nie irgendwas gesehen, das irgendwie. Also die meisten haben ja gemacht, die ich gesehen habe. Na, ich auch. Also ich habe mir das schon mehrfach angeguckt, das ist das Spiel. Walking Dead. Dass sie immer wieder zeigen müssen, dass es Walking Dead ist. Ich weiß es doch schon. Jetzt sind wir wohl anscheinend wieder in der Stadt. Der lange Weg. Vielleicht ist ein Hubschrauber Looks like this is our lucky day. drauf gesprengt. Mir gefällt das nicht. Ups. I don't like it. Keep your eyes open, all Ich hab right? auch was hier Just drauf trying to be gedrückt. optimistic. Let's just get inside. Nichts passiert. So, bestimmt wieder nach Essen. Haben alles ausverbraucht. You made up your mind yet? About what? When it comes to the getting the hell out of Macon, I bet you're in the let's stay put camp, considering I've been pushing everyone to leave. Ihr sollt bleiben. You should stay, Kenny. We've made an all right go of it so far. Ich will bleiben einfach. That fucking figures. It's only a matter of time till you and Lily put a white picket fence around this shithole.
Ich finde Kenny ganz in Ordnung, aber der denkt zu familiärisch. Just like last time. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Ich werde dir keine Tipps geben, sagen, was du machst. Ich gucke, ich könnte Jeep machen. Ich gucke erstmal ein bisschen um. Ich finde ich ja was Hübsches. They're blocked by all the fallen concrete. Einfach ein bisschen umgucken. Ja, ich kann schieben. Ja, das ist die einfachste Option. Vielleicht gibt es ja noch eine. Meinst du, schieben mache ich doch Krach, oder nicht? Wenn du den anschiebst. Schrauber. Ich komme glaube noch nicht mal ran. Doch. So much for the military. Und hier? Ah, gut. Das ist eine gute Information. Dann schieben wir mal an, ja? Komm. Bestimmt mache ich jetzt Krach. Oder auch nicht. Ich kann es nicht mal schieben. Kann man nicht hier irgendwie noch drumherum? Nee, die Kamera zeigt nur auf den scheiß Jeep hier. Ach, das soll mal laufen. Nee, es wird auch nicht klappen, wenn ich versuche, da hochzuklettern. Schutt und dann Trank. There's no safe way through that mess. Versuchen wir es mal. Ich meine, da kann ich ja wohl hochhelfen hier. Achso! Looks like she's had it. Ja, natürlich. I'll find another way up. Better get a move on. Ich hab schon gedacht, hä? Warum? Hast gewusst, dass das passiert, oder? Sicher, ich kenn's doch schon. They're blocked by all the fallen concrete. Ja, ich kann nichts anderes machen irgendwie. Das ist so schwer. Nein, das wollte ich ja gar nicht wissen. Geht doch nicht. Ich rede mal mit Kenny. Are you sure you can't reach me? Listen, you're either gonna have to get a hell of a lot taller, or my arms are gonna have to get a hell of a lot longer. I get it. Now keep looking. So, also sowas regt mich auf, wo ich stundenlang überlege. Warum hier? Also, ne. Kenny, come on. In der hintersten Ecke, also ne. Ah, shit. Damn it. I can't reach. Sorry, pal. Alright, stay put. Ja, was draufstellen bestimmt jetzt hier. Kann ich nicht das aufnehmen? Hier ist doch bestimmt irgendwas. There's no safe way through that mess. Durch die Wand packen. Geht auch. Mann! Es ist bestimmt so ein einfaches Rätsel und ich kapier's wieder mal nicht. Ganz ehrlich, jetzt! Ach, so war das. Lily's not doing so good, huh? Du hast ihren Dad niedergeschlachtet. Sie wird schon wieder, das ist nicht gut. Wird schon wieder. She'll be fine. If you say so, you're the only one she seems to give a damn about anymore. Well, you and Clem. Es geht. Jetzt schieben wir oder was? Windensteuerung.
Das macht doch eine Menge Krach, Alter. The girl still upset with you for agreeing to take that stuff from the station wagon? Ich glaube, ich habe nicht gefragt. Ich hoffe nicht. I hope not. Hoping ain't worth a damn. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. So, jetzt will ich doch draufklettern. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. It was a scary situation for him. Sean dying and all. I'm just worried he'll always think it was his fault. You're sure you're up for this? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Okay. Ja, klar. Mit Absicht. Bist du okay? Jesus. Are you okay? No, Dick, I'm shot. Now get off here. Uh-oh. Natürlich. Oh God. What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Was soll ich machen? Scheiße! Girl, we have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie gebissen. Jetzt weg. Fuck. We gotta shoot her. Put her out of this misery. I don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive, and she draws them all to her, buying us time. Can't. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Nein. Oh, no. Oh, no. Oh, die leidet doch. Warte, was soll ich machen? Das versorge ich doch nicht. Scheiße, scheiße. Das ist dein Netzwerk. Scheiße. Hallo! Nein! Now! Du hast dich also entschieden. Ja. Eigentlich wollte ich schießen, aber da war die Zeit schon rum. Was soll's? Wird schon nichts passiert sein. Ich habe Erfolg freigeschaltet. Bestimmt kommt die wieder und wird mich töten wollen. Sehe ich doch jetzt schon. Wenn sie im Water ist, wird sie bestimmt töten wollen. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Das Arzneikasten einfach mal mitnehmen. Nimm einfach so viel wie du kannst. Ach so, alles mitnehmen oder was? Hm? Na, er lootet ja gerade alles. So, also soll ich nicht den Schrank da irgendwie hinstellen oder? Damit du da rankommst, Jan, das so. Ist so. She's gone. There's not much time now. Vor allem, woher wollen die Zombies wissen, dass wir da sind? Oh, Müsli-Riegel. Sneakers! Da warst du schon. Pillen! Morphium! Pillen, Viagra! Noch eine Schachtel Viagra! Kondome! Ah, alles da! Ah, da war ich dann schon! Ah! Mann, ich klicke auf das immer anders drauf. Fuck! Incoming! Come on, Lee! Up and over. Still clear. Tussle. Gibby! Oh, klar. Ah! Passiert nichts mehr. Ey, komm schon! Alter, wird er mir nicht helfen oder was? Fridge!
Lauf! Muss ich verschlagen? Muss ich verschlagen? Fresse! Der Pilot. Und nochmal in die Fresse. Oh. Junge, genug geübt zum Fliegen. Bei mir ist der Sound ganz schön laut. Mach in der nächsten Situation immer ein bisschen leiser. Nee, nee, bei der Aufnahme ist das ganz in Ordnung mit der Lautstärke. Nur bei mir selbst ist es laut. Egal, passt schon, passt schon. Ist ja nicht immer großes Action hier. Ach, sind wir immer noch im Hotel hier oder was? Oh, der Ben ist auch noch da. Benny, hahaha. Nicht der. Also könnte es auch. Also sieht es aber ähnlich so aus, oder? Würde ich ehrlich gesagt schon fast sagen, ja. I found some stickers in a drawer and I put them on my walkie. Hey, Sweet Pea. That's neat. I'll find you in a minute. Klopf, klopf. Chefin, wir haben was zu essen. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Huh. So, what did you get? Viel. Lot of stuff. We're fine, by the way. Nice work. This'll keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrows to dry our laundry. And that's all beside the fact that Macon is busting at the seams with Walker. We do whatever is best for the kids. Zukunft, die Kinder. That makes sense. It's suicide out there. Man sich selbst we'll zu die in here. You're right. You could see someone sleeping and kill one of us. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. I don't think you're capable anymore. Don't ich würde auch sagen. Ich würde auch sagen. We're strongest together. Ich hab grad einfach bloß Angst. Nee, ich hätte auch so. Ich hätte auch so genommen. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How is this not working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. What about medicine? We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? God, what is happening? Yeah, it's fun, Peter. It was a mistake. We got our supplies, but we should have tried to save her or put her out of her misery. Well, you had Kenny with you, so some options were off the table. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Yeah. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming. This way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out. Ganz schön sarkastisch. Oh, Erfolg wieder. Erfolg. Immer an Erfolg denken. Sie wird schon zurechtkommen. Oder sie wird wegkommen. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken.
All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once! For once. Oh, things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Hmm? ich will ja nichts sagen, aber kann man da irgendeine Beziehung anfangen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch davon nicht. Weiß ich nicht. Aber wir machen erstmal einen kurzen Schnitt. Wir haben schon 20 Minuten rum über. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss. Ciao.